Vor mir sitzt Ben Redelings, im Hintergrund ein Dortmund-Schal, sehr schön, das muss man auch mal erwähnen. Wer ist Ben Redelings überhaupt? Stell dich mal vor. Super, ja, wir haben jetzt gerade hier gleich den Schuss von der Meierschen, der ist eigentlich schon hinter uns. Das heißt, ich stelle mich in Kurzform vor, Fußball-Kulturschaffender in Vollzeit, hat Heinz Live mal gesagt. Das heißt, den ganzen Tag nur Fußball, 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 das ist mein Leben. Und ich habe das berühmte Motto, das Hobby zum Beruf gemacht, tatsächlich erfüllt. Du bist ja für die Scudetto-Fußballabende bekannt. Erklär dich mal in einem Satz. Scudetto-Fußballabende in der Form gibt es jetzt nur noch in Bochum. Das heißt, da ist ein Gast dabei, da ist... Was weiß ich, Peter Neururer, Manni Beugmann, Ansgar Brinkmann, keine Ahnung. Und dann redet man über Fußball, philosophiert über Fußball und bekommt meistens sehr schöne Geschichten erzählt von den alten Veteranen. Und welcher dieser Gäste war der bisher Beste deiner Meinung nach? Eine der beliebtesten Journalistenfragen überhaupt, wer der Beste war. Aber ich kann doch sagen, dass immer der Nächste der Beste war. Obwohl, also ich schon auch immer schwärme natürlich von diesem sehr skurrilen Abend mit Hermann Gerland. Wer dabei war, weiß, worüber ich rede. Ansonsten, alle Gäste waren traumhaft. Beim vorletzten Mal hieß es, dass Scudetto jetzt eine Saisonpause macht. Warum? Ich habe tatsächlich ja zwei Bücher vor der Brust und mache auch auswärts Tourpause ein bisschen und will diese zwei Bücher bis im Frühjahr 2012 fertig haben und dann gibt es halt ganz, ganz, ganz viel im Herbst 2012. Ab da geht es dann wieder rund, auch dann sicherlich mit Termin in Bochum, aber es wird sicherlich noch einen Termin geben und es gibt den Saisonblick 2012 natürlich wieder mit Franz. Liebe Besucher der Meierschen Buchhandlung, unser Haus wird nun für heute geschlossen. Wir sagen Thanks. Grazie. Oh. In allen Sprachen der Welt. Suchen Sie uns bald wieder. Danke. Okay, du hast jetzt die Überleitung perfekt zu den Büchern gefunden. Dein neuestes Buch, Freunde der Südsee, der Titel stammt von Jürgen Klopp. Ist das nur eine Anbiederung an den BVB-Erfolg? Nee, ich muss ganz ehrlich sein, der hat das im September, Oktober gesagt, 2012. Und da konnte man nun wahrlich nicht erwarten, dass es wirklich wahr wird mit dem Meister Borussia Dortmund. Und ich fand aber dieses Zitat von den Freunden der Südsee, geht mir damit nicht auf den Sack auf die Frage, ob denn Borussia Dortmund Meister wird. Weil ich so klasse, dass ich gesagt habe, das ist mein Buchtitel und habe das damals im Verlag auch schon so gesagt. Und keine Anbiederung, aber sonst gerne machen. Du bist ja eigentlich Fan des VfL Bochum. Warum? Eigentlich super. Nee, ich bin Fan des VfL Bochum, weil ich da geboren wurde und war ein Bombenverein. Die Sachen war der sympathischste Verein der Welt. Was wir mittlerweile auch als Motto, glaube ich, beim Verein richtig übernommen haben. Und ist ein Traum an Verein und ist ein Traum an, an Fußball, was wir da meistens in Zukunft sehen werden. Ich glaube, wir beenden jetzt das, weil wir werden sonst hier rausgeschmissen und eingeschlossen. Okay, danke. So, ich habe noch nie ein Interview beendet, aber schön, danke. So, wir sind jetzt gerade aus der Meierschen Buchhandlung rausgegangen, weil wir ein viel besseres Hintergrundmotiv haben wollten. Nicht einfach nur ein Schal, sondern die Meisterschale. Und Meisterschale und Bochum passt eigentlich gar nicht zusammen, aber wir machen mit den Bochum-Fragen weiter. Der VfL Bochum ist seit einem Jahr im Umbruch. Der Podblog-Leser Attas Erber möchte wissen, wie du das vergangene Jahr einschätzt. War es eher Aufbruch oder Fanaufstand und Mobbing? Wenn du mich da fragst, dann kann ich ja natürlich sagen, dass das der Aufbruch war, auch wenn wir eigentlich einen Tag nach der Jahrestagversammlung von einigen Journalisten oder einem Journalisten, der hatte gesagt, ab sofort hat der VfL Bochum kein Geld mehr, kein Scheck ist mehr gedeckt. Damals war das so das Untergangsszenario. Ich glaube, wir haben eine Art des Weges gefunden, den neuen VfL langsam zu kreieren. Ich freue mich, dass das auf den Weg gebracht wurde. Also eher Vor- als Nachteile? Die Geschichte mit der Jahreshauptversammlung war lange überfällig. War schade, wie es gelaufen ist. Es hätte sicherlich schneller werden können, wenn der Herr Altegöhr selber aktiv daran mitgearbeitet hätte, seine Nachfolge zu regeln. Aber ich sage immer noch, die Jahreshauptversammlung, das war keine frevelhafte Veranstaltung. Das war eine Veranstaltung, wer dabei gewesen ist, der weiß, dass das einen ganz natürlichen Lauf genommen hat. Der Podblog-Leser SG09 scheint dich zu kennen und fragt, wie kann man es mit der Verwandtschaft aus Herne-West aushalten? Das muss doch auch für graue Mäuse wie dich schrecklich sein. Es ist schon spannend, sag ich mal, wenn die natürlich versuchen, den eigenen Sohn anzufixen und zu den Zahnlosen rüber zu ziehen. Aber das ist eigentlich völlig aussichtslos, glaube ich und hoffe ich wenigstens, auch wenn der VfL nicht allzu viele Meisterschaften zu bieten hatte. Jetzt die letzte Leserfrage von einem Peter. Wenn nicht gerade der VfL Bochum im Fernsehen übertragen wird, welche Mannschaft schaust du dir dann in der ersten und zweiten Bundesliga an?
Ich schaue mir grundsätzlich natürlich alles, was mit Fußball zusammenhängt, an, von der ersten bis zur Kreisklasse runter. Wenn sich die Möglichkeit bietet, da gibt es keine Präferenzen mehr gegenüber anderen Vereinen. Wolfsburg ist mein Verein, mein einziger Verein, und alles andere gucken wir aber gerne an, weil ist halt Fußball. Ne? Jetzt zum Abschluss nenne ich dir ein paar Namen und du sollst zu den jeweiligen Leuten was sagen. Werner Altegör? Hat sicherlich wahnsinnige Verdienste um den VfL Bochum. Ich kann immer nur wiederholen, ich finde es schade, wie es am Ende gelaufen ist, dass er nicht selber aktiv daran mitgewirkt hat, einen würdigen Nachfolger zu finden. Rudi Assauer? Rudi Assauer ist ein Typ, den ich unglaublich gerne mal persönlich noch mal treffen will, weil ich habe so wahnsinnig viele Geschichten über Rudi Assauer gehört, dass ich sage, Rudi Assauer wäre eine Granate, mit dem mal zwei, drei Stündchen an der Enger Theke zu stehen. Thomas Ernst? Thomas Ernst, ein super sympathischer Mensch. Sportlich, was er für den VfL gebracht hat, war ich nie so ganz begeistert. Aber ich will ihm nicht in Abrede stellen, dass er da möglicherweise vielleicht auch auf den falschen Posten zur falschen Zeit gekommen ist beim VfL. Hermann Gerland? Ja, Hermann Gerland ist das Urgestein des VfL Bochum, Leben, Atta, Lamek. Hermann Gerland hat dazu natürlich jetzt eine unglaubliche Karriere bei Bayern München gemacht, was ihn noch zusätzlich Reputation geschaffen hat. Bombenkerl, sehr lustiger Kerl auch und auch jederzeit für viele Späße zu haben. Keine Sorge, Halbzeit hast du erreicht bei den Namen. Kevin Großkreuz? Ich finde Kevin Großkreuz insofern geil, weil ich solche Spieler geil finde, die tatsächlich in der Kurve gestanden haben und dann später auf dem Rasen stehen und genau wissen, wie das ist, in der Kurve zu stehen. Ich sage immer, wenn ich das könnte, wenn ich das Potenzial gehabt hätte, da unten auf dem Rasen zu stehen, ich hätte da alles für gegeben, ich hätte da alles gemacht und der VfL Bochum, aber hat leider nicht hingekriegt. Jürgen Klopp? Jürgen Klopp, ich hoffe nicht, dass er sich irgendwann verbraucht, weil Jürgen Klopp ist eine absolute Obergranate, der es geschafft hat, sportlich und Entertainment, also Sport und Entertainment in einen Topf zu schmeißen, und dabei kommen wunderbare Sachen bei rum. Also ich liebe Jürgen Klopp und ich hoffe, dass ich das immer so machen kann. Irgendwann geht er vielleicht am Ende auch mal Sack, aber ich hoffe, dass das nicht passiert. Felix Magath? Wenn ich ein Spieler wäre, wäre ich auch kein Freund von Felix Magath. Muss ich dir klar sagen, ich liebe eigentlich Leute, die einen nach vorne bringen und die einem Erfolg bringen, aber ich glaube, bei Felix Magath ist das Menschliche sowas von daneben, dass ich da auch nicht mit zurechtkäme mit Felix Magath, glaube ich. Letzter Name, Manuel Neuer. Manuel Neuer, ganz ehrlich, ich finde, das ist ein so herausragend guter Torhüter, dass er wahrscheinlich zu Bayern München gehen musste. Ich hätte ihm als Fan von einem anderen Verein, aber als Fan vom Fußball, hätte ich gesagt, Manuel bleibt bei Schalke 04 und wäre tatsächlich da die Oberlegende. Und ring mit denen die erste deutsche Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Aber hat es nicht gemacht, schade. Aber ich hoffe, dass er uns für Deutschland irgendwann den Arsch rettet bei irgendeiner WM oder EM. Jetzt die letzte Sache. Du hast einen Abschiedsgruß von deinem Jugendtrainer. Willst du den vielleicht mal vor der Kamera fehlerfreier sagen als ich mit der Frage? Ich beende mein Programm immer mit den Sätzen meines Jugendtrainers Manni, der uns immer nach jedem Spiel und nach jedem Training nochmal in die Kabine geholt hat und zu uns gesagt hat: Amigos de la noche, Freunde der Nacht. Denkt immer daran, in mir habt ihr einen Freund, um den ich euch beneide. In diesem Sinne, danke für das Interview und Glück auf. Bis bald. Okay, danke.